Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit, mein Food-Adventskalender startet. Heute ist der 1. Dezember, heute gibt es das erste Rezept und zwar machen wir aus einem Teig zwei verschiedene Plätzchen für Kids. Für diese zwei verschiedenen Plätzchen braucht ihr meinen Mürbeteig, also besser gesagt meinen Butterplätzchenteig. Ein Video dazu gibt es schon, das verlinke ich euch unten in die Infobox und dann braucht ihr noch für die Sterne Sternausstecher in verschiedenen Größen und ganz viel Streusel. Dann für die Rentiere braucht ihr so einen Ausstecher, in der Infobox verlinke ich euch, wo ihr einen kaufen könnt. Dann solche Zuckeraugen und natürlich für die rote Nase Schokolinsen. Und wir fangen jetzt mit den Rentierkeksen an. Den Teig, den rollt ihr ungefähr so 2-3 mm aus. Und dann stecht ihr lauter so kleine Rentiere aus. Die dann vorsichtig von der Arbeitsplatte lösen. Manche gehen von alleine raus, bei manchen muss man ein bisschen nachhelfen. Das geht ganz einfach mit einer Winkelpalette. Und auch ein bisschen aufpassen beim Transportieren, da kann es nicht passieren, dass das Horn abfällt. Dann kommen die Kekse auf ein Backblech mit Backpapier ausgelegt. Ein bisschen Platz dazwischen lassen, denn die gehen ein klein wenig auf. Und dann dürfen sie bei 170 Grad so gute 8 bis 10 Minuten backen. Und nach dem Backen sahen sie so aus und die jetzt komplett auskühlen lassen. Die Verzierung ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr braucht Zuckerguss, einfach Puderzucker mit Zitronensaft vermengen. Und zwar so, dass es nicht zu flüssig wird, sonst läuft es euch nämlich runter. Also so richtig schön zähflüssig. Und dann taucht ihr einfach die Linsen und die Augen in den Zuckerguss hinein und legt sie dann auf den Keks. Übrigens, ich habe hier so eine Fleischpinzette, die war genial, also die macht so eine Arbeit richtig einfach. Da. Ja, das macht er jetzt mit allen Keksen und dann sahen sie so aus. Sind die nicht süß? Also da freut sich hundertprozentig jedes Kind und nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Dann geht es weiter mit den Sternen. Im Grunde genommen dasselbe Prinzip. Den Teig etwas dicker ausrollen, vielleicht so 3-4 mm. Und Sterne in verschiedenen Größen ausstechen. Ebenfalls von der Arbeitsplatte lösen. Entweder geht es von alleine oder ihr nehmt wieder die Winkelpalette oder Messer geht auch. Und dann kommen die ebenfalls auf ein Backblech mit Backpapier. Und bei einigen Sternkeksen habe ich in der Mitte noch einen kleinen Stern ausgestochen. Ja, und die dürfen ebenfalls bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 8 bis 10 Minuten backen. Und so sahen sie dann aus. Richtig, richtig schön. Hier ist jetzt mal Zuckerguss, da brauchen wir etwas mehr. Ich nehme immer unheimlich gern Zitronensaft, damit das Ganze nicht ganz so süß rüberkommt. Den müsst ihr einfach Puderzucker rein, ein bisschen Zitronensaft und dann halt schauen, dass es da auch nicht zu flüssig wird, sonst laufen euch die ganzen Streusel wieder runter. Dann nehmt ihr einen Keks, taucht ihn zuerst in den Zuckerguss hinein, abschütteln. Also ich habe schon gemerkt, bei mir war es schon wieder fast ein Tick zu flüssig. Die sind nämlich bei manchen auf der Seite runtergeflogen, die Streusel. Und entweder taucht er sie jetzt ein, so wie ich, oder ihr nehmt die Hand und streuselt einfach drüber. Und dann müssen sie noch trocknen und dann sind sie fertig. Richtig gut, oder? Ja, das war jetzt das erste Türchen von meinem Adventskalender. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns morgen schon wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis demnächst. Tschüss!